Goldpreis sprachen wir über zwei mögliche Szenarien. Einmal das Long Setup, einmal das Short Setup. Das Long Setup, das hat sich ziemlich schnell verabschiedet. Das hatte ich ja aber auch schon im Montag in dem Post unter dem letzten Video angekündigt. Das Short Setup, das hat sein angekündigtes Etappenziel ziemlich genau erreicht. Warum und weshalb und was ich jetzt ausgehe, beziehungsweise was so die nächsten Targets sind, das schauen wir uns heute im Detail an. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dabei dran. Aber wie immer am Anfang natürlich erst einmal die Risikowarnung. Der Handel mit Finanzprodukten beinhaltet generell hohe Risiken für Ihr Kapital. Der CFD und der Forex-Handel beinhalten erhebliche Risiken und sind als hochspekulative Geschäfte anzusehen, die in Extremfällen Risiken bergen, die über den Totalverlust des eingesetzten Kapitals hinausgehen können. Die Nachschusspflicht besteht aber bei erstmal regulierten Brokern aktuell nicht mehr. Der CFD und der Forex-Handel können aufgrund ihrer Hebelwirkung durch wirtschaftliche und politische Entwicklung erhöhten Risiken unterliegen. Beim Einsatz dieser Instrumente muss man bewusst sehr hohe Risiken und sehr starke Ertrags-, Kurs-, Währungs- und Kontoschwankungen in Kauf nehmen, um langfristig die Chance auf ein sehr hohes Kapitalwachstum zu erhalten. Alle meine Videos, Folien und Texte stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich zu Ihrer Information und stellen in keinster Weise eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern spiegeln lediglich meine persönliche Meinung wider. Die vollständige Risikowarnung finden Sie unter www.tradersmind.de/Risikowarnung. Ich gehe schwer davon aus, dass wir die kommende Woche seitwärts laufen werden, dass wir uns hier, wenn wir jetzt nicht noch ein neues Tief bilden, dass wir uns hier in diesem Bereich zwischen ungefähr 1732 bis ungefähr 1795, 1800 Dollar irgendwo einfinden werden und in der kommenden Woche so ein bisschen seitwärts laufen, vielleicht auch kleiner, ja, also dass wir etwas kleinere Seitwärtsphase bilden, aber das ist... Davon gehe ich zumindest aus, dass wir nicht nochmal so eine Dynamik sehen, wie jetzt in der Ende der letzten Woche, beziehungsweise auch diese Woche noch. Gehe absolut von der Seitwärtsphase aus. So, Long Setup. Da war ja angedacht, dass wenn er sich hier stabilisiert am letzten Tief, da hatten wir auch auf dem Tick-Volume-Profile-Chart, das gucken wir uns gleich nochmal an, darüber gesprochen, wenn er sich hier stabilisiert, dass er dann möglicherweise weiter in Richtung Long läuft. Aber ich hatte auch so angekündigt, also ich traue der Sache erst so richtig, wenn wir über die 1873, 1874 Dollar drüber marschieren. Das hat er nicht gemacht. Und die zweite Sache war ja, wenn er unter diesem letzten Tief von Mitte Mai diesen Jahres schließt, dass das Long Setup dann vom Tisch ist und das nächste Short-Etappenziel bei 1740 Dollar liegt. Das war die Ansage. Letztendlich hat er das jetzt auch gemacht. Ist dorthin gelaufen, nachdem er das letzte Tief durchbrochen hat. Und ja, stoppt jetzt erst einmal. Ne? Und das weitere... Was ist jetzt erwartet, darüber hatten wir ja schon gesprochen. Sollte sich dieser Short-Trend fortsetzen, dann gehe ich davon aus, dass unser nächstes Etappenziel irgendwo im Bereich der 1600 Dollar liegt und wir ja dort nochmal sehen, ob sich da nochmal eine Seitwärtsphase bildet, ob es dann Umkehrsignale gibt und so weiter und so fort. Also im Moment auf H4-Basis kann ich nicht davon sprechen, dass es hier konkrete neue Long-Szenarien gibt. Die sehe ich einfach nicht. Ja, dafür müsste er erstmal in die Aufbauphase übergehen. Ne? Wie wir es hier gesehen haben ab Mitte Mai, dass er hier erstmal schön sich so hoch bewegt, wirklich Welle für Welle aufbaut, dass er irgendetwas tut, um hier so eine Art bullisches Fundament zu bilden. Das ist momentan einfach nicht der Fall. Und wenn ich jetzt hier blind long gehen wollte, ja, auf H4-Basis, dann wäre das irgendwie eine ziemliche Harakiri-Aktion. Ich denke, da kann man relativ entspannt die kommende Woche noch ins Land gehen lassen und dann gucken, was er da ausgebildet hat. Und jetzt werfen wir nochmal einen Blick fix in den Tick-Volume-Profile-Chart. Hier sehen wir es auch nochmal. Ich sprach ja in den letzten Videos immer wieder davon, dass wir uns ja hier in dieser Sommer-Range befinden, dieser riesigen zwischen ungefähr 1791 und 1882 oder 1879 Dollar. Und über dieses Tief hier von Mitte Mai hatte ich ja gesagt, klar, wir haben hier diese Unterstützungsniveau angedippt, aber das war eben kein richtiges bullisches Statement. Das wollte ich noch sehen, um überhaupt mal über den Long-Gedanken nachdenken zu können. Das hat er dann gemacht, deswegen hatte ich auch im letzten Video gesagt, Chance ist da. Sobald er aber unter dem Tief schließt, beziehungsweise zeitiger noch hier unter der 1791,34 exakt, dann ist das Long Setup vorbei. Ne? Also hier gibt es sowohl auf dem Range Chart als auch auf dem Tick Volume Profile Chart, hatte hier die Szenarien, hat er sich für ein Szenario entschieden.
Ne? Deswegen nenne ich ja auch immer beide. Ich weiß, manch einer kann das nicht leiden. Der sagt immer, na was denn, nu Long oder Short? Ja, weiß doch keiner. Ich habe auch keine Kristallkugel. Ne? Deshalb ist das der einzige sinnvolle und verantwortungsvolle Weg, dass man sich eben zwei Szenarien zurechtlegt. Immer daran denken, es gibt auch die grüne Null wie beim Roulette, ne? Dass keins von beiden eintrifft und einfach bloß seitwärts läuft. Aber in diesem Fall Long Setup abgehakt, Short Setup hatte sich entschieden, angekündigte Etappe direkt angelaufen. Ja, was soll man da noch sagen? Ne? Und abschließend hier im H4 noch auf dem Tick-Warren Profile Chart. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen Spike hier von, war das hier vom 6.8. letzten Jahres? Darüber hatte ich auch in einem der letzten Videos mal gesprochen. Wir sahen hier so eine gigantische H4-Kerze. Also, das war wirklich Wahnsinn. Die irgendwie so, was hatten die hier für eine Größe gehabt? Wie so $85. Ja, also, das ist schon für so einen 4-Stunden-Zeitraum nicht schlecht. Und da hatte ich ja auch schon gesagt, so eine riesen Spikes, da gehe ich mal davon aus, dass der noch ein Stück weit aufgefüllt wird. Also falls wir hier noch weiter in Richtung Süden wandern sollten, dann gehe ich davon aus, dass wir hier in dem Bereich 1706, $1718 auf Tick-Volume-Profile-Basis herunterlaufen werden. Aber wie gesagt, das Ziel, wenn der Short-Trend weiter anhält, keine Gegensignale kommt, liegt ja sogar noch tiefer, ja, rund um die $1600. Aber lassen wir das mal auf uns zukommen. Genau, viel mehr ist zum H4 eigentlich nicht zu sagen. Was ich aber noch zu sagen habe, wäre, dass ich mich sehr, sehr freuen würde, dass wenn ihr ein Like da lasst für das Video, beziehungsweise einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat, wenn euch allgemein die Videos gefallen, die ich jede Woche mache. Und dafür danke ich euch schon mal vorab und jetzt gehen wir in den M15-Chart. Ja, und da fangen wir doch gleich mal mit dem Tick-Volume-Profile-Chart an. Ja, ihr seht schon, so richtig viel von den Supports ist jetzt nicht übrig geblieben. Ne? Das muss man deutlich sagen. Darüber hatten wir auch gesprochen, wenn dieses letzte Tief durchbrochen wird, wo dann die nächsten Etappenziele liegen. Durch die ersten hier von zwischen ungefähr 1775 und 1786 ist er einfach durchgerauscht. Dazu komme ich gleich nochmal, das ist nämlich ganz interessant. Gucken Sie es mal hier an, ne? Diese, wo hier so durchgerauscht ist, das wird später nochmal wichtig und auch dieser Bereich, den wir hier gesehen haben. Also er ist ja durch diese ehemaligen Supports, die hier waren, einfach durchgerauscht. Was heißt das, wenn er jetzt doch nochmal irgendwie long gehen sollte? Ne? Wenn ehemalige Supports nach unten hin den Kurs überhaupt nicht interessiert haben, warum sollten Sie den Kurs dann nach oben hin interessieren? Darüber sollten wir vielleicht nachdenken. Das heißt, und das sehen wir gleich im Range-Chart nochmal, wenn sich hier doch so ein temporäres, bullisches Momentum aufbaut, weil ich erwarte noch so einen Retest-Bereich, den gucken wir uns gleich nochmal an, dann gehe ich davon aus, dass diese Zone hier, ja, also zwischen ungefähr 1732 und ungefähr $1765, dass die keinen Widerstand darstellen wird. Genauso gehe ich davon aus, dass die Zone zwischen 1766 und ungefähr, ja, $1800, dass die keinen Widerstand darstellen wird, dass der genauso schnell, wie er gefallen ist, durch diese Zonen genauso schnell auch durchrauschen wird nach oben hin. Da gibt es vielleicht mal so den kleinen Wackler, ja, wo man so kurz innehält, aber ich gehe nicht davon aus, dass es wirklich nachhaltige Widerstände sind. Okay, was können wir hier zum Tick-Volume-Profile-Chart noch sagen? Da gucken wir uns gleich mal die nächsten Supports beziehungsweise dann die Widerstände an, wenn sie denn dann kommen. Vorweg nochmal, wen das interessiert, diese ganzen ja, Analyse-Tools, Charttechniken, was ich da so interessant finde, was ich nicht interessant finde, was ich für wichtig halte, was ich für unwichtig halte, dann schaut mal vorbei bei Trading völlig neu gedacht. Das ist meine kostenfreie Mini-Coaching-Serie und den Link dazu, den findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Spaß dabei, nehmt's wahr, nehmt mit, was ihr könnt und dann hören wir uns wieder. Wir können also gewissermaßen alles hier wegräumen, ne? Wenn wir hier so ein bisschen Ordnung schaffen wollen, ich mache das mal alles kurz weg. Dann lichtet sich der Nebel natürlich extrem. Und da sehen wir schon, der nächste Widerstandsbereich, der wäre dann erst wahrscheinlich zwischen oder ab $1837 hier oben zu finden. Der nächste Supportbereich relativ nahe zwischen ungefähr $1722, $1724. Jetzt ist die Frage, was ist das jetzt hier? Ja, gibt es hier keine Widerstände? Muss man hier mit nichts rechnen? Nein, so ist es natürlich nicht. Wer jetzt schon eine Weile meine Videos verfolgt, der weiß ganz genau, wenn wir so eine Woche hier gesehen haben, mit massiven Abverkäufen oder einer massiven Rallye, folgt
darauf in der nächsten Woche erst einmal eine Seitwärtsphase. Die kann ein bisschen größer, die kann ein bisschen kleiner ausfallen, je nachdem. Da kann man jetzt nicht sagen, die ist $10 groß, die ist $50 groß, aber es läuft einfach seitwärts. Das ist nicht schlecht, weil dann natürlich in der darauffolgenden Woche wiederum sich inzwischen neue Widerstände und Unterstützung gebildet haben, die etwas näher liegen und mit denen wir dann natürlich auch wieder mehr anfangen können. Weil was soll man jetzt damit hier? Ja, in diesem riesigen luftleeren Raum kann man ja nicht viel mit anfangen. Okay, also wie gesagt, diese Woche ist sehr dynamisch. Nächste Woche gehe ich wieder von der Seitwärtsphase aus. Ich kann euch vielleicht auch nochmal so ein Beispiel zeigen. Sehen wir ja immer wieder, ne? Hier zum Beispiel diese Woche vom ungefähr 13.06. bis 17.06. Ein ganz junges, prominentes Beispiel. Auch sehr dynamischen Kursverlauf gehabt. Und die Folgewoche absolut seitwärts. Ja, dann ging es hier ja auch relativ entspannt vonstatten, also hier hatten wir ja keine riesigen Kursbewegungen, war auch naja, nicht seitwärts, aber keine wirklichen Übertreibungen jetzt, ne? Aber wenn wir das hier wieder sehen, das ist, sieht deutlich eher nach sowas hier aus, ja, als nach so einem entspannten Verlauf. Okay, deshalb sehr dynamische Bewegung, folgt meistens Seitwärtsphase. Warum betone ich das so und warum gehe ich euch damit so auf den Nerv? Naja, das ist eine kleine Warnung, denn in solchen Seitwärtsphasen liegt die Gefahr, dass man zu viel hineininterpretiert. Also, dass man bei dem einen oder anderen Ausbruch in die eine oder andere Richtung irgendwie gleich denkt, oh, das ist jetzt dieser riesige Move. Ja? Und das ist es meistens nicht. Es folgt dann meistens eher eine Aufbauphase. Das ist sehr wichtig oder die ist sehr wichtig. Aber in dem Moment hier ja, nützt sie dann eben noch nicht so richtig viel, wenn sie sich noch in der Aufbauphase befindet. So. Nächster Support, wie gesagt, die sehen wir hier unten. Ja, was gibt es ja nicht viel zu sagen. Ne? Also mein letzter Support, der hörte irgendwie auch auf bei 1680. Viel mehr habe ich dann auf M15-Basis gar nicht mehr. Also, aber das ist ja nicht schlimm. Wir hangeln uns dann mit dem Range-Chart hinunter oder herauf, je nachdem. Ihr seht schon nach oben hin, da gibt es ein paar mehr Widerstände oder ein paar mehr Linien, mit denen wir was anfangen können. Nach unten hin wird es dann eher mau. Aber ich sag mal so, so ein Goldpreis, der wird da jetzt wahrscheinlich auch nicht auf $2 runterfallen, weil es gibt da auch sowas wie Produktionskosten. Also klar, hier wird viel getan, dass der Goldpreis nicht zu hoch steigt, ja, aber nach unten hin sind wir eben auch so ein Stück weit, haben wir so eine natürliche Grenze, ja, wo man einfach nicht runter können. Also da müsste schon sehr, sehr viel passieren irgendwie, dass sich kein Mensch mehr für Gold interessiert oder dass wir bemerken, dass wir das mit zwei Chemikalien im eigenen Garten herstellen können. Ja, das würde dann vielleicht dafür sorgen, dass es nur noch $2 wert ist, aber ansonsten eher nicht. Gut, jetzt gucken wir uns mal den Range-Chart an. Auch da nochmal der kurze Rückblick. Ich zoome nochmal raus. Wir hatten ja über diese beiden bearischen Ranges gesprochen. Dann hatte sich hier so ein bullisches Momentum aufgebaut. Da hatte ich ja schon frühzeitig hier irgendwo angekündigt, das wird in sich zusammensacken. Das ist ja auch passiert. Und bei diesen beiden bearischen Ranges, die wir hier gesehen haben, hatte ich das letzte Mal auch nicht mehr so ein gutes Gefühl. Habe deswegen gesagt, naja, es wäre schon irgendwie super, wenn wir hier jetzt ein Long-Momentum aufbauen, aber auf Tick-Volume-Profile-Basis, wo war's? Ich habe es am Montag angekündigt im Video. Wo war's? Hier, glaube ich. Was hier? Genau, hier in dem Bereich. Da hatten wir Supports noch von Anno dazu mal. Ihr müsst noch mal in den angepinnten Kommentar und das letzte Video gucken. Da hatte ich das reingeschrieben. Ich glaube, hier mit diesen letzten Kerzen vom 1.7. hier in den Nachmittagsstunden, da haben wir einen Support auf Tick-Volume-Profile-Basis durchbrochen. Deshalb hatte ich da schon geschrieben am Montag, selbst wenn das hier so ein bisschen long gegangen ist, der Sache traue ich nicht und das wird aller Wahrscheinlichkeit nach weiter in sich zusammensacken. Ne? Und das sehen wir hier. Hier hat sich ja dann dieses kleine bullische Momentum aufgebaut, ist aber nichts geworden und sich zusammengekracht. Und jetzt hat sich hier so ein neues bearishes Momentum aufgebaut, wie im H4. Was wir hier jetzt sehen ist, dass es so ein kleines bisschen versucht, sich nach oben zu kämpfen. Ein gutes Signal wäre, wenn er ungefähr so über die $1747 rübersteigt, dann wird er wahrscheinlich nochmal ein Plateau bilden. Und wenn er das dann überwindet nach oben hin, dann gehe ich mal davon aus, dass wir so eine Etappe anlaufen, erst einmal in Richtung $1791, $1795. Na, das ist so nach oben hin jetzt so ein gewisser Zielbereich, den ich ins Auge gefasst habe für den Long. Ob er denn da drüber geht, ob er vor allem auch den Bereich bei $1814, $1815 überwindet, sei mal dahingestellt. Da muss jetzt schon viel passieren, ne? Aber ihr
Ihr seht ja, also hier hatte ich ja schon angekündigt, hier sehe ich keinerlei Widerstand. Hier in dem Bereich sehe ich auch kaum Widerstand. Also ob der selbst hält hier 1791, 1795, da bin ich sehr, sehr gespannt. Nächstes Etappenziel auf der Short-Seite, denke ich bei 1725,50 $. Hier wäre auch nochmal so eine Zone, wo man aufprallen, ein bisschen seitwärts laufen. Falls der Short-Trend anhält, wäre das erste große Ziel, also Etappenziel, in meinen Augen die 1687 Dollar. Also so rund zwischen 1687, 1688 Dollar. Dieser Bereich wäre dann das Etappenziel. Ja, ich denke, damit haben wir alles geklärt. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg dabei. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Denkt daran, dem Video gerne ein Like zu geben, beziehungsweise einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und ganz wichtig, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren bei YouTube. Ansonsten Trading völlig neu gedacht, die kostenfreie Mini-Coaching-Serie. Den Anbelink dazu, den findet ihr in der Videobeschreibung. Schönes Wochenende, bis kommende Woche. Ciao, bis bald.